Servus! Heute gibt es wieder mal einen neuen Food Haul von mir und die gekühlten Sachen habe ich schon hinter mir liegen. Fangen wir gleich mit denen an. Fangen wir am besten gleich mit dem Gemüse an. Das ist das junge Rahmgemüse, das habe ich dreimal mitgenommen, das habe ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich einmal Zuckererbsen, Babykarotten mit Mais, das finde ich auch sehr gut, die Kinder haben das auch extrem gern. Dann haben wir einmal diese 6-Fach-Mischung mitgenommen. Was haben wir noch Gemüsiges? Ja, wir haben noch Spinat. Spinat, ich finde den so lecker. Ich glaube, die Bio-Maroni, die kann man jetzt nicht dazu sagen, dass das jetzt dann wirklich was Gesundes ist, aber das waren nur die gesunden Sachen, die uns eingefroren sind. Dann haben wir Milch, eine Packung, ist natürlich nur gekühlt. Gehen wir weiter einmal mit den fertigen Gerichten. Wir haben einmal die Backhändelstreifen mitgenommen, weil mein Freund die so gern hat, sowie die Wellenpommes für meinen Schatz und für die Kinder natürlich. Ich werde dann das Hüftsteak mal machen, das ist so lecker, also das schmeckt richtig, richtig gut. Salami für die Jause, für die Elena, Schweinemedaillons und dann Schweinelungenbraten im Stück. Ich finde den im Stück besser. Also für, ja, wenn ich selber was draus mache, nehme ich es eigentlich immer ein Stück. Dann habe ich einmal Faschiertes. Das ist sogar das mit weniger Fett, das ist aber keine Absicht gewesen. Und dann haben wir da Schweineschnitzel, da will ich normale Wiener Schnitzel machen. Ja, und dazu gibt es dann wahrscheinlich die Pommes und ich werde mal lieber einen Salat dann dazu machen. So, wir haben dann noch ein paar gekühlte Sachen, habe ich gemerkt. Und zwar habe ich einmal Naturjoghurt und zweimal Sauerrahm mitgenommen, dass ich mir einen Bohnensalat machen kann mit roten Bohnen. Das ist so lecker. Ich liebe rote Bohnensalat. Mein Freund hat sich Frifru ausgesucht. Das ist Frufru-Nachmache. Und meine Kinder wollten unbedingt dieses Knusperjoghurt haben. Zusammen mit Heidelbeer. Ich bin neugierig, ob sie das wirklich essen, sonst esse ich das auch ganz gern selber auf. Ja, gehen wir weiter. Was haben wir da noch? Dann haben wir Eier, 15 Stück. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Im Moment essen wir wieder sehr gerne Eier. Jetzt, wo wir keine Wachtel mehr haben, fangen wir jetzt lustigerweise wieder mehr zum Eieressen an. Zumindest, ich glaube, mir fällt das jetzt an Ehe auf, weil vorher haben wir immer jede Menge Eier zum Verbrauchen gehabt. Jetzt, wo wir wieder Wölle kaufen müssen, kommt mir eben vor, dass wir extrem viele benutzen. Ja. Müllbeutel habe ich auch einmal mitgenommen, 20 Liter, das haben wir jetzt einfach wieder einmal gebraucht. Und jetzt fangen wir mal mit den gesunden Sachen an, würde ich einmal fast sagen, die paar gesunden Sachen, die wir mitgenommen haben. Kartoffel, ja, ist auch nicht so wirklich gesund. Dann Champignons, wir lieben Champignons, Birnen, das ist für den Kindergarten, für die Elena. Bananen, wir frühstücken eigentlich immer Banane, also ich mache da Bananenjoghurt. Ich schneide Bananen auf, Haferflocken rein, Milch drauf, perfekt. Was tun denn die da oben? Dann haben wir zweimal Salat, eben für Händelstreifen einmal und dann eben fürs Wiener Schnitzel dazu für mich. Und darauf freue ich mich jetzt dann schon besonders, das sind Mangos. Ich glaube, das kennt man. Mangos. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit machen werde. Vielleicht werde ich es einfach unter die Banane dann rühren. Oder vielleicht mache ich Smoothies mit den ganzen Sachen, weil ich habe noch ein paar eingefrorene Beeren und Pflaumen habe ich auch noch vom Sommer. Genau, und eine Gurke. Auf die Gurke freue ich mich auch schon. Ja. Und das war jetzt unser Wocheneinkauf. Wir werden die Wochen auch nicht mehr einkaufen gehen. Wir haben noch Nudeln im Vorrat. Wir haben noch Reis im Vorrat. Wir haben, ja, eigentlich haben wir noch Nudeln und Reis und das war es dann auch im Endeffekt. Zucker, genau, Zucker haben wir auch noch eine Packung mitgenommen, aber da weiß ich gar nicht, wo mein Freund das hingetan hat, weil das Zuckerpackel ist nämlich im Auto aufgerissen. Und ja, genau. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin. Pfiat euch.